Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Multimap mit dem Madin. Moin. Wir sind hier noch schön am Einkaufen. Kaufrausch. Ja. Kaufrausch des Westens. Oh, guck dir den Trailer mal an, ey. Das ist ein Hammerteil. Mhm. Autoload? Ja. Okay. Also der ist echt Hammer. So, was haben wir jetzt gesagt? Flüssigkeit wollen wir. Flüssigkeiten brauchen wir noch. Flüssigkeittransporte. Und ein paar mittlere Traktoren. Ja, genau, da haben wir mal so den einen oder anderen. Hier gar keinen Mod drauf. Wofür? Hast du die Standardflüssig-Zubringer? Nee, da müsste eigentlich müsste ein MKS oder sowas drauf sein. Hatten wir ja letztes Mal auch mit. Also an den Mods habe ich nichts geändert. Achso, ja, Tierhaltung. Der das, kann ja. Milch und Wasser. Wir hatten auch einen, der kann Flüssigei und so einen ganzen Kram noch transportieren. War ein komplett silberner, wo auch immer der jetzt ist. Nee, der ist hier nicht mehr drauf. Das ist der Standard MKS. Oh, ich muss mal gucken, unter diverses. Dass er damit hingekommen ist. Ah, ja, da ist er, der MKS 32. Genau. Hauptfarbe. Weiß. So, wie viele Traktoren haben wir jetzt eigentlich? 5, 6, ne? Ja. Dann würde ich tatsächlich noch 4 etwas kleinere, günstige dazu nehmen. Günstige? Oder günstigere, günstige. Also nicht, ne? Wir haben noch 3,5 Millionen. Mittelgroß nehmen wir dann. Ja. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche noch einen Dolly dafür. Genau. Ich meine, das kann man ja immer noch umsatteln, wieder auf dem LKW. Aber erstmal. Mittelgroße Traktoren. So, dann hol mal 4 Stück da und dann schauen wir mal. Die sind dann hauptsächlich für den Transport ausgelegt, ne? Okay. Die halt auf der Straße fahren und im Maximalfall mal übers Silo fahren. Mhm. Und nicht dann geschoben werden müssen. Zwei Stück. So, da kommen noch zwei Gewichte ran. 600. So. Das sieht doch gut aus. Mit Gülle und Mist machst du ja nichts, ne? Hast du gesagt? Vorerst nicht, ne. Okay. Und wenn wir es machen, dann können wir immer noch umsatteln. Ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles. Ja, Rübenruder wolltest du noch nicht, Häcksler nee. Wollten wir noch nicht. Das machen wir dann entweder mieten oder dann, wenn es soweit ist. Okay. Gut, magst du dich schon mal zum Hof begeben? Mhm.
Ich habe da schon ein bisschen was stehen. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir was unterbringen und wie wir das am besten machen. Schön eingereiht hier. Ja, ich habe ein bisschen Stau gemacht. Ich Ja. brauche auch gleich nochmal 4 Traktoren hier wieder. Also wenn du 4 Sachen wegzustellen hast, die du schnell irgendwo unterbringen kannst, dann kann ich den Rest nämlich nachschicken. Selber mal gucken, wo das auf dem Hof alles hinstelle. Ja, das ist... Ein bisschen tricky oder Ja, was? ja. Mal gucken. So, da sind Boxen, da sind Boxen, hier sind Garagen. Ganz Garagen hier aufmachen. Ja, die gehen alleine wieder zu, nicht wundern. Ach so, bleiben die nicht auf? Nicht dauerhaft, ne. Sobald ein Auto vorbeifährt, gehen sie wieder zu. Aha. Aber die gehen auch automatisch auf, wenn du mit dem Fahrzeug ranfährst. So, da können wir das. Was ist hier in dieser Halle hier drin? Was? Na, eigentlich müsste so gut wie alles leer sein. Das ist alles Lager jetzt hier. Okay, alles klar. Also So, 3 Anhänger habe ich hier noch stehen. müssen wir das jetzt hier. Ja, ich komme da mal mit rüber. Uiuiui. Einen Träger muss ich jetzt hier haben zum. Halte ich jetzt hier zum Umstellen. Ja. Uiuiui, hier ist ja was los. Stellen wir mal die hier rein, die Platzmaschine. Eng werden, ne? Wo bist du gerade? Ach, da hinten. Ich fange hier ganz hinten an. Mit der Pflanzmaschine, die brauchen wir ja doch nicht so oft. Aber das Tor schon wieder zugehen, das gibt's ja auch nicht. So, die Kartoffelpflanzer hast du Pflanzmaschine. da jetzt, ne? Die Pflanzmaschine, ja. So, Kartoffelpflanzmaschine. Dann mache ich da als nächstes die Sämaschine, die eine Sämaschine hier, wo du jetzt gerade noch rumturnst. Ja, die andere steht auf der anderen Seite. Braucht man auch nicht so oft die Einzelkorn hier. Saatgut und sowas hast du noch nicht. Nein. Gut, okay. Müssen wir uns nachher tatsächlich alles mit Paletten erstmal holen, solange bis wir es produzieren können. So, 2 und jetzt noch ein, dann haben wir es. Zumindest um alles herzuholen. Achso, den lasse ich jetzt einfach mal da stehen. Der steht noch auf dem Waschplatz. Den habe ich aus Versehen abgekuppelt, aber ist egal. So, dann springe ich nochmal zum Händler. Und dann hole ich die letzten 3 Fahrzeuge. Meine Schlange ist auch lang genug, ne? Ja. Dann kommt da gleich noch der Abfahrer irgendwo zwischen, der dann noch seinen Hopfen loswerden will von Feld 23. Der ist ja auch Der noch. turnt ja auch noch rum. Der ist ja auch noch in Gange, ja. So, jetzt kommt die Sämaschine hier. Ah, das Interessanteste werden, glaube ich, die Kipper werden. Wie? Die Kipper da irgendwo unterzubringen.
würde ich vielleicht, du musst ja deinen Trecker auch noch irgendwo unterstellen. Den Das auch noch, ja. würde ich vielleicht gar nicht mal hier unterstellen. Letztes Mal hatte ich sie am Hof aufgereiht. Hinter dem Waschplatz quasi, wo die alle reinfahren. Ja. Aber so die ideale Lösung war das, glaube ich, nicht. Oh, gucken wir mal. Die Anhänger können wir vielleicht hier hinten an der Mauer hier hinten hinstellen. Wo er immer rausfährt hier hinten, weißt du? Oder da, ja. Da auf rein. Zumindest die Strautmann und sowas. So. Ah, jetzt ist hier wieder schön was los. Gleich kommt auch der Hopfenabfahrer. So, ich schnapp mir mal den nächsten Traktor. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt einen Ladewagen. Das ist jetzt ein Ladewagen. Den stellen wir mit unterm Sch So, ich habe hier Kalk. Ja, den kannst du neben den Düngersteuer stellen, neben den Grubber stellen. Jupp. Vorne hast du auch noch eine Halle, ne? Wenn du da in die Hofeinfahrt, wo sie alle stehen, reinfährst, auf der rechten Seite davon. Da hast du auch noch so eine längere Halle stehen. Und der Drescher muss ja auch noch irgendwo wieder unter, ne? Reinfahren. Hier hinten. Ja, da wo sie reinfahren, da fahren sie, biegen sie ja alle links ab. Ja. Wenn du da genau in die andere Richtung abbiegst, dann fährst du direkt vorher noch an einer Halle vorbei. Naja, okay. Pack mal hier schon mal einen Ladewagen rein. Ich habe jetzt mal einen Strautmann. Sollen die auch dahin? Na, die wollte ich ja. Ah, gut, die können wir uns auch hier hinten mit dann hinstellen. Dann haben wir hier die ganzen Anhänger hier Naja, vorne in richtig. dieser. Alles zusammen, ne? Alle zusammen hier hinten. So, hier haben wir einmal den. Den würde ich jetzt hier rückwärts da hinten in die Ecke an der Mauer hinstellen oder sowas. Da Am hinten rechts, Grünstück. meinst du? Genau, da hinten anfangen. Oder erstmal da hinstellen. Mal gucken, was haben wir jetzt hier noch? Ach, die ganzen Pressen haben wir ja auch noch. Ach du ganzes. Ja, es ist ein bisschen was. Gar nicht so viel gekauft. Doch. Ein Strautmann steht jetzt noch da, ohne was vor, und den Rest kann ich dir nämlich auch hier rüber schicken. Ja, den können Zumindest. wir uns hier nach und nach dann hinholen da. Zumindest wo Strautmann draufsteht. Weil die haben nämlich hier einen direkten Punkt vor, wo sie hinfahren können. Ach so, okay. Den Big So. M, den würde ich da hinten in diese eine Halle reinfahren. Die einzelne Halle, die da steht, Ja, da würde ich wo den das Schneidwerk reinstellen. vorliegt. Genau, da würde ich den. Vorausgesetzt, der passt da rein. Was nicht? Nein, der ist zu hoch. Das ist zu Oh, oh, hoch. oh, oh. Doch mit ein bisschen und ein bisschen Liebe und ein bisschen Gefühl. Flutschi und so, dann geht das. Hast aber ständig Lackschäden oben dran. Das ist schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt brauche ich den.
Warte, warte mal Nasja. kurz. Den hier wollte ich haben. Den Kollegen, da habe ich nämlich noch was fertig gemacht gehabt. Für die Dollys. Das kannst du dir ja gleich mal angucken. Ich lasse die mal da hinfahren, wo ich was vorbereitet hatte. So, pressen, hast du da schon was überlegt? Nee. Ja, wollte ich hier bei den Badewagen mit hinstellen. Okay, dann schicke ich ihn darüber. Da ist die zweite Presse. Ja, jetzt bewegt sich hier mal was. Ja, guck mal, was gleich, was die mit den Dollys machen. Einmal mit dem Palettenwagen und einmal mit dem Flüssigkeitsfass. Ob du damit einverstanden bist, was die tun. Was soll den ich hier hinstellen oder was? Ja, warte, pass auf. Der hat seinen Punkt erreicht. Ich Das ist habe ein hier guter. nämlich vier Parkplatzpositionen reingemacht. Jetzt kommt der nächste. Der müsste sich jetzt, wenn das alles hinhaut, genau daneben stellen. Na, haut natürlich nicht hin, ne? Muss ein bisschen rüber sitzen, dein Dings da. Aber theoretisch von der Sache ist das okay, ne? Jetzt hat es gehackelt hier hinten. Ah, das kann safe gewesen sein. So. Ah, jetzt hast du Stau bei dir hinten in der Halle. Nur alles gut. So, was machen wir mit den Traktoren? Hier hinten in die andere Halle noch rein, ne? Ja, da habe ich jetzt schon einen dran. Ne? Da machen wir jetzt die. Da von denen haben wir ja zwei. Zwei Puma, zwei MF. Die voreinander hinstellen. Ja. Und die anderen müssen wir gleich mal gucken. Ja. Ich meine, Hallenplätze haben wir hier genug. Ja. Den dicken hier. Ah, ne, den. Die Spritze können wir da noch rausnehmen. Dann können wir hier die. Wie viele große haben wir? Drei oder vier? Ja, ich glaube vier. Ach, den holst So, du ne. gerade, gut. Ne, Ne? alles gut. Achso. Den. Hier ist schon wieder Der Stau. Jetzt kommt der hier erstmal eine Reihe. eine MF, ne, das ist der große MF, der hier, den ich jetzt hier habe, ne? Ja, da müsste haben wir. Ja, einen großen haben wir. Und Das zwei ist etwas der hier. kleinere. Ja, ist das der große? Ist das der kleine? Der Eine haben wir. 7726? Das andere müsste eine 8,7er sein, eigentlich. Meine ich. Und was haben wir hier? 240 CVX. Das ist ein Fuma. Ja, Das ist ein genau. Case. Ach, okay. Gut, ich lasse die jetzt erstmal da. Das hier ist eine kleine Aktion. Dann lasse ich die mal hier gerade schon mal stehen. Dann gehe ich schon mal in den nächsten rein. Den nicht. Jetzt habe ich hier den anderen Puma. Alles klar. Die sind natürlich genau da vor die Einfahrt jetzt vor. Die kannst du dann, wenn du sie fertig hast, auch mit Autodrive zum Waschplatz schicken. Dann sammle ich sie da ein und park sie hier hinten in die Garage. Und dann haben wir das doch auch schon geschafft, ne? So nach zwei Folgen.
So, das ist mal definitiv ein großer hier, der 1050. 1050, dann haben wir noch den großen Axion und den 8R. Den nicht, den auch nicht. Das ist jetzt hier. Das ist der 6R, das ist auch noch ein mittelgroßer. Da ist der Puma. Dann haben wir den hier. So, jetzt habe ich hier noch einen mittelgroßen und dann kommt gleich noch ein großer. Der 8R. Was für einen mittelgroßen hast du da jetzt? 6R. Von der. Achso. Hast du da noch ein Plätzchen für die Spritze? Für die was? Für die Feldspritze? Kann man hier hinten noch, ja, ein Garagentor ist noch frei hier hinten. Okay, dann schicke ich dir die gleich mal rüber. Selber fahren macht Spaß. Ja. Ja. Aber fahren lassen auch. So. So, hier habe ich jetzt noch einen großen. Den kannst du hier mit vorparken, hätte ich jetzt gedacht, dass die Johnnies in einer Garage stehen. Ich wollte die Spritze gleich jetzt mal da reinstellen. Ja, die Spritze ist unterwegs. Die kommt gleich bei dir an. Sieht die Scheiße aus. Laufen die Motoren hier noch? Muss das sowieso reinfahren? Ja, bei denen, die schon drinnen stehen, meine ich. Ach so. Jetzt musst du das rausnehmen, automatische Motorstart. Nein. Wir laufen die Geräte ja nicht, wenn ich nicht da bin. Zum Beispiel Förderbänder. Ich habe extra einen automatischen Start verlängert, also mit einer Mod, dass das auch weiter weg noch funktioniert. Ach so, ja, habe ich jetzt gelesen. Ja, sonst ist doof, wenn das nicht. Du schaltest einen Förderband ein, bist einen halben Kilometer weit weg und pff, das war's. Was ist hier mit denen, wo das Güllefass hinterhängt und der Plattformwagen? Wollen die hier so stehen bleiben? Ich würde die da so stehen lassen. Das sind jetzt Parkpositionen, wo du sie hinschicken kannst. So, und da kann der LKW noch mit zu. Oder? Was meinst du? Also zumindest die Dollys würde ich da stehen lassen. Jo. Die Traktoren, okay, die kann man wegnehmen. Das ist egal. Die können wir auch noch mit in die Garage fahren, da ist noch ein bisschen Platz. Also 4 Stück kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Tja. Dann haben wir jetzt einen hoffentlich gut sortierten Hof. Vor allem mal einen aufgeräumten, wenn man hier mal herkommt. Ja. Also, ich wünsche mir bei der nächsten Aufnahme, dass es hier genauso aussieht wie jetzt.
Danke. Nicht, dass wir alle hier stehen wie vom Dönerladen hier und warten, ob wir zu essen kriegen am Waschplatz. Ja, sieht doch gut aus. So ein guter Fuhrpark. Ja, ne? Da kann man mit leben. So, was wir jetzt noch brauchen, sind Felder. Und wir brauchen mindestens ein Feld, wo Gras raufkommt. Mindestens ein Feld Gras drauf kommt. Ja. Weil Gras und Heu und so ein Kram brauchen wir regelmäßig. Ja, dann würde ich das auf die 24 setzen. Ja, ne? Hätte ich auch nämlich gedacht. Das heißt, die 24 kommt gar nicht erst ins Auftragssystem, sondern da kommt einfach Gras Aber drauf und. du kannst ja als regelmäßigen Dauerauftrag machen. Den lässt aber sich Ja, richtig. jede Woche einmal oder sowas. Warum muss Richtig. auf dem Mod auch laufen? Richtig, das war auch mein Plan. Genau. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Würde ich jetzt erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dann. Ciao.